How Not to Die, der etwas reißerischere Titel des Buches, was ich diese Woche rezensieren möchte. Guten Morgen! Das Buch wurde mir von einigen schon öfters mal empfohlen, aber der Titel, das schreckte mich einfach immer wieder ab. Aber irgendwann habe ich mich dann doch daran gewagt und einfach inkludiert, dass der Autor Dr. Michael Greger ein Amerikaner ist und diese mit Titeln gewohnt pompös umgeht. Das Buch ist ein Leitfaden, wie man die gängigsten Zivilisationskrankheiten vermeiden und bekämpfen kann. Davon gibt es einige, aber bisher hat es nur ein Buch geschafft, mich diesbezüglich zu überzeugen, und das ist das Buch Der Dr. Jakobsweg des genussvollen Verzichts. Denn für mich ist entscheidend, dass die Information und die Schlussfolgerungen zum einen logisch stringent und zum anderen auch lückenlos belegt sind. Das Buch How Not to Die hat ca. 500 Seiten und davon sind 130 Seiten lediglich die Auflistung von Studien, die in den vorangegangenen 370 Seiten benutzt wurden. Hier wird aus meiner Sicht auf wissenschaftlich höchstem Niveau gearbeitet. Ich möchte diesmal einmal explizit hervorheben, denn das ist eher selten bei einem Buch zur gesunden Ernährung. Das muss man einfach so sagen. Also das ist auch meine Erfahrung von sehr, sehr vielen Büchern, die ich, was die gesunde Ernährung angeht, gelesen habe. Und das ist auch immer ein Kritikpunkt, den ihr, wenn ihr meine Buchrezension ja verfolgt, auch immer wieder hören werdet. Wenn es nicht belegt ist, die Information, dann ist das einfach eine Kritik. Und ich sage auch nicht, dass ich in jedem Punkt einverstanden gewesen bin, was Dr. Michael Greger zum Besten gibt. Aber die Art und Weise, wie er argumentiert und wie er belegt, die haben mich überzeugt und sie haben mich auch teilweise sehr demütig gemacht, was meine eigenen Überzeugungen angeht und mich hinterfragen lassen. Und das ist ein richtig guter Indikator dafür, dass das Buch wirklich echt top ist. Das Buch gliedert sich in zwei große Teile. Im ersten Teil zeigt er, wie man mittels der Ernährung die Risiken für die großen Krankheiten unserer Zeit eindämmen kann. Namentlich sind das alle Krebsarten oder sehr viele die großen Krebsarten, Diabetes, Bluthochdruck, damit assoziierte Krankheiten, Depressionen, aber auch neurodegenerative Krankheiten. Und in einem zweiten Teil führt er aus, welche Lebensmittel er besonders wichtig erachtet und führt dies aus, warum er so denkt. Besonders wertvoll macht dieses Buch, dass die Gewinne dieses Buches quasi 1:1 in sein Projekt fließen, die Welt aufzuklären und nicht um sein Gewinn zu maximieren oder sich selber in irgendeiner Weise daran zu bedienen, sondern hier geht es wirklich um Aufklärung. Und diese Aufklärung geschieht nicht emotional, sondern sachlich kühl, mit der Prise Humor, die perfekte Kombination, so wie ich das für mich eigentlich ja, auch als Ziel sehe. Wirklich versucht sachlich, wenig emotional, daran muss ich noch arbeiten, und ja, aber auch immer mit einer Prise Humor und einer gewissen Leichtigkeit. Das ist ein Unterschied von Tag zu Nacht im Gegensatz zu anderen Ernährungsbüchern. Und das ist ein Buch, was wirklich jeder lesen sollte und jeder auch lesen kann. Da wird keiner vor den Kopf gestoßen. Keiner mit einem klaren Verstand und einer gewissen Offenheit gegenüber auch neuartigen Dingen, weil da kommt natürlich einiges auf den Leser zu. Aber das ist bemerkenswert, dass er eben so undogmatisch ansetzt und auch undogmatisch denkt. Aufgrund der aktuellen Forschung ist es anzunehmen, dass eine rein pflanzliche Ernährung die beste Art der Ernährung ist. Aber es geht bei jedem Thema, bei jeder Krankheit, die er behandelt, geht es immer wieder von vorne los. Und er meint auch zum Beispiel, dass eine omnivore, vollwertige Ernährung einem veganen Dogmatismus vorzuziehen ist. Und das ist wirklich eine Einstellung, die ich auch teile und die aber bemerkenswert ist, gerade im Zuge der aktuellen Forschung. Dass, ist auch gerade in Zeiten, wo dieses Gut-Böse-Denken, dieses Schwarz-Weiß, richtig-falsch, gerade in der Ernährungsdiskussion immer größer zu werden scheint, weil Polarisierung bringt mediale Aufmerksamkeit und damit kann Geld verdient werden. Und gerade in diesen Zeiten ist dieses Buch eine wahre Wonne. Hier wird faktisch argumentiert und am Ende kommt zwar fast immer heraus, tierische Produkte zu meiden, aber eben immer wieder aufs Neue durchdacht und belegt und nicht als Totschlagargument wegen dem Tierleid. Ne? Wer dieses Buch gekauft hat und wirklich einen klaren Verstand hat, also logisch denken kann und den Mut hat, auch alte liebgewonnene Verhaltensweisen zu den Akten zu legen, der startet nach dem Lesen des Buches sofort in ein neues Leben. So erschlagend und so umfassend sind die Argumente in diesem Buch. Ich habe noch kein Buch mit so vielen Argumenten und wirklich durchdachten Argumentationsketten und die auch belegt sind in den Händen gehalten wie dieses.
Der Dr. Jakobsweg des genussvollen Verzichtes ist ein ganz klares medizinisches Fachbuch mit entsprechendem Vokabular und auch Vorwissen. Entsprechend geht es da auch viel mehr in die Tiefe und kann den Umfang eines How Not to Die nicht erreichen. Aber das sind unterschiedliche Zielgruppen. Dr. Michael Greger verwendet ein ganz normales, sehr gut verständliches Vokabular, wo er sehr, sehr viel generalisieren kann und verallgemeinern kann, wo wirklich jeder, der lesen und schreiben kann, sich wohlfühlt und auch folgen kann. Dieses Buch müsste, und ich wiederhole mich da gerne, meiner Meinung nach in den Bücherschrank eines jeden Haushalts gehören. Es ist seinen Preis von 25 Euro ganz locker wert und das Buch gehört eben mit dem Dr. Jakobsweg des genussvollen Verzichts zu den beiden wirklich besten Büchern zur Ernährung, die ich jemals gelesen habe. Absolute und uneingeschränkte Kaufempfehlung für dieses Buch. Hier gibt es von mir keinerlei ernsthafte Kritikpunkte. Ein Buch, was auch auf Anhieb trotz dieser pflanzlichen Ausrichtung, auf die man das Buch oft reduziert, in die New York Times Bestsellerlisten geschafft hat und von einem anerkannten amerikanischen Arzt, der aufgrund seiner persönlichen Erfahrung die Wahrheit über den Erfolg und das Geldstreben stellt, eben geschrieben wurde. Ein wirklich beeindruckendes Buch, was, und da wiederhole ich gerne, jeder gelesen haben sollte. Volle 5 Sterne und ein dauerhafter Platz in der Infobox bei mir. Also viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. We'll be right back.